Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Update zum Match vom Undertaker beim Royal Rumble, werden die Wyatt Family Mitglieder bei Tag Team Champions und neue Enttäuschung für Cesaro. Leute, wie geil sieht denn bitte mal das WWE-Logo an der Wand aus? Ich feiere das so krass. Es gibt übrigens auch noch in den nächsten Tagen ein Vlog dazu, wie ich das an die Wand gepopelt habe und so. Aber ich finde, es sieht grandios aus. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Ihr könnt mir gerne mal eure in die Kommentare schreiben, aber ich feiere das übel. Es wird jetzt in der nächsten Zeit hier immer ein bisschen mehr kommen und sich noch ein bisschen mehr verändern hier im neuen Studio. Aber das ist schon mal ein super geiler Schritt. Und ich hau euch mal die Vlogs, die es bis jetzt gab, in die Videobeschreibung. Denn viele von euch haben die gar nicht gesehen. Kann natürlich auch daran liegen, dass das Thumbnail ein bisschen anders aussieht und die meisten Leute auf dieses WWE-News-Ding abziehen. Aber gebt euch die ruhig auch mal. Ansonsten habe ich jetzt in der letzten Zeit mitbekommen, dass gerade auch durch diese ganze Aufstellung hier im neuen Studio, wie das alles steht, wie das alles so bleiben kann und so weiter, dass ich damit extrem viel Zeit spare. Auch das neue Internet hier ist ein ziemlich guter Zeitsparfaktor, was heißt, dass ich mit den Videos ein bisschen schneller vorankomme. Und das heißt wiederum, dass ihr die theoretisch auch ein bisschen eher gucken könnt. Bringt im Moment den Leuten was, die mich auf Twitch abonniert haben und die mich via Patreon supporten. Denn die beiden Personengruppen bekommen meine Videos immer sofort, wenn sie fertig sind. Das ist im Prinzip von mir aus so ein kleines Dankeschön für die Leute, die mich darüber supporten. Also, falls du auch die Videos eher sehen willst, kannst du dich ja mal ein bisschen da umschauen. Jetzt aber zu den News und wir beginnen gleich mal mit einem neuen YouTube-Kanal. Und zwar haben die Bella Twins jetzt ihren eigenen Vlog-YouTube-Kanal. Und er hat schon mehr als 90.000 Abonnenten, also mehr als ich. Also abonniert meinen Kanal und schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Auch den Link packe ich euch mal in die Infobeschreibung. Und so ziehen die Bella Twins auch nach, was YouTube angeht. Denn wir haben ja schon Xavier Woods, Emma, The Rock und Zack Ryder und Tommy Dreamer und wer nicht noch alles einen YouTube-Kanal hat. Auf jeden Fall würde ich es mir eigentlich mehr wünschen, wenn Zack Ryder mal wieder was machen würde. Aber gut, die Bellas werden hier auch einige Vlogs aus ihrem Leben hochladen, als ob Total Divas und Total Bellas noch nicht genug ist. Dann könnt ihr euch jedenfalls die da auch noch geben und die Bellas einfach ein bisschen mehr verfolgen. Nach der SmackDown-Ausgabe in dieser Woche wird die erste Episode von 205 Live, die Cruiserweight Show, auf dem WWE Network starten. Und diese Show wird 45 Minuten lang sein. Ursprünglich gehen wir immer noch von einer Stunde aus, aber hier bleibt es bei einer Dreiviertelstunde. Außerdem wird erst nach dieser Ausgabe dann Talking Smack ausgestrahlt. Also falls ihr irgendwie live guckt und das immer hinterher guckt oder gleich danach via On Demand und so gucken wollt, dann bedenkt das auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Cruiserweight Show. Das kann ganz geil werden. Beim letzten Mal habe ich euch ja schon darüber berichtet, dass es Pläne gibt, den Undertaker beim Royal Rumble gegen AJ Styles, um den WWE World Title zu stellen. Und hier ist allerdings noch eine kleine Einschränkung, denn wir wissen es ja, dass der Undertaker vor kurzem erst eine Hüft-OP hatte und die muss natürlich auch dementsprechend erst auskuriert werden. Er bekommt im Moment Reha und auch das muss erst perfekt laufen, bevor man sich dazu entschließt, dem Undertaker dieses Match gegen AJ Styles zu geben. Natürlich wird er weiterhin nur Teilzeit-Wrestler bleiben, er wird also nicht jedes Mal und in jeder Live-Show auftreten, wenn er jetzt wieder zurückkommt. Dennoch werden wir ihn in den nächsten Monaten wieder ziemlich häufig sehen, denn wir rasen ja wieder auf WrestleMania zu und da muss der Undertaker einfach dabei sein. Außerdem gibt es hierzu auch noch eine ziemlich interessante Vermutung und zwar besteht die Möglichkeit, dass der Undertaker den World Title von AJ Styles beim Rumble gewinnt und dann bei WrestleMania gegen John Cena antritt um den Titel. So könnte nämlich Cena bei WrestleMania 16-facher World Champion sein und so mit Ric Flair gleichziehen. Und das Match Taker gegen Cena war ja sowieso schon eine ganze Zeit lang geplant. Und so könnte man das eigentlich ganz gut umsetzen, würde alles ineinander passen. Ob man es macht, ist natürlich wie immer fraglich. WrestleMania Season, da fliegt noch so viel hin und her. Und wir kennen ja den guten Vince, deshalb ist es auf keinen Fall ein Spoiler, aber doch eine ziemlich interessante Idee. Im Moment gibt es Gespräche darüber, Randy Orton und Bray Wyatt möglicherweise
die SmackDown Tag Team Titel zu geben. Nur warum? Rhino und Heath Slater sind ja eigentlich doch ziemlich over bei den Fans. Das Problem ist aber nicht, dass sie nicht over sind, sondern dass sie immer noch in die Comedy-Schiene gedrückt werden. Und so macht das möglicherweise den SmackDown Tag Team Titel nicht ganz glaubwürdig. Das ist auf jeden Fall die Befürchtung. Jetzt am Dienstag bei SmackDown ist ja das Number One Contender Match angesetzt zwischen American Alpha und Randy Orton und Bray Wyatt. Aber hier könnte es wohl eher danach aussehen, dass sich die Wyatt Family vorher hier durchsetzen kann, dann gegen Heath Slater und Rhino die Tag Team Titel gewinnen würden. So würde der SmackDown Tag Team Titel natürlich wieder ordentlich an Prestige dazu gewinnen und denn auch dementsprechend krasser wäre es, wenn sich dann im Laufe der Zeit American Alpha vielleicht in Richtung WrestleMania dann die SmackDown Tag Team Titel holen, weil sie dann einfach viel besser overkommen würden mit dem prestigeträchtigeren Titel und wahrscheinlich auch den härteren Gegnern. Und dann haben wir heute noch eine kleine Geschichte, die denn doch ein bisschen ausgeartet ist, wie man sagen muss. Denn die WWE hat veröffentlicht, dass sie endlich zurück in die Schweiz kommen in 2017. Denn sie werden nämlich am 10.05.2017 nach Zürich kommen. Also hier auch mal wieder seit etlicher Zeit eine WWE Live-Show in der Schweiz. Außerdem werden sie einen Tag später auch in Stuttgart nochmal Halt machen. Das heißt, wir haben sogar drei Termine für 2017, was Deutschland-Touren angeht. Denn wir haben ja sowieso im Februar eine Tour, denn den einen Termin im Mai und gegen Ende des Jahres, meistens November, kommen die ja auch nochmal. Und eigentlich wurde das in diesem Poster veröffentlicht, dass halt die Termine sind und alles ist gut. Problem nur, dass Cesaro über dieses Poster, naja, schon ziemlich sauer war. Denn Cesaro hat einen Tweet verfasst, in dem er schreibt, wenn du es nicht mal schaffst, in deinem eigenen Land auf das Tourplakat zu kommen. Und was soll ich sagen, da hat er recht, da hat die WWE wirklich ein bisschen Scheiße gebaut. Scheinbar hat aber sowieso dieses Tourplakat irgendein Praktikant gemacht oder keine Ahnung, Sin Cara, was weiß ich. Denn es ist sogar auf diesem Tourplakat ein kleiner Fehler zu sehen, denn am Arm von Xavier Woods ist die Hälfte von Xavier Woods Gesicht nochmal zu sehen. Also Photoshop Skill Level ist over 9000 und wir haben hier einfach die Situation, dass zwar Sheamus auf dem Plakat ist, aber Cesaro nicht. Und in den letzten Monaten gab es ja immer wieder Gerüchte darüber, dass Cesaro generell ziemlich unzufrieden ist und auch als er dann beim Draft zu Raw kam, war er da auch nicht wirklich glücklich drüber. Daniel Bryan hingegen twitterte aufgrund dieser Nachricht dann zu Cesaro, dass er auf jeden Fall, wenn er im Team Blau wäre, auf jedem Tourplakat-Poster zu sehen sein würde. Just saying. Also hier vielleicht ein Anstoß, dass man vielleicht doch Cesaro irgendwann demnächst zu SmackDown draftet. Dann wäre natürlich klar, dass er nicht auf dem Raw-Tour-Poster ist. Und dann wäre eigentlich alles gut. Hieraus könnte natürlich auch eine Storyline gebaut werden, die dann nämlich genau das beschreibt. Aber im Moment sieht man nur, dass das wohl scheinbar ein bisschen schief gelaufen ist. Lustig fand ich auch Kenny Omega, denn dieser ist bei New Japan Pro Wrestling und ist ja der Anführer des Bullet Clubs. Der zieht sich eigentlich durch die komplette Wrestling-Landschaft. Es gibt immer wieder T-Shirts vom Bullet Club in allen Shows. Und dieser hat dann Cesaro getwittert, wie denn seine T-Shirt-Größe sei, um ihn hier so ein bisschen in Richtung Bullet Club zu ziehen. Wäre natürlich ein Wechsel von der WWE zu New Japan Pro Wrestling, aber auch das war ja schon mal gerüchtet, dass Cesaro wohl aufgrund dieser ganzen Unzufriedenheiten vielleicht die WWE verlassen wird. Alles also riesige Spekulationen, aber dennoch ein krasses Ding, was einfach nur ein Tour-Poster und ein Announcement für Auswirkungen haben kann, wenn man auf so eine Sache nicht achtet. Auch Sin Cara hat berichtet, dass er ebenfalls nicht auf dem Mexiko-Tour-Poster ist, obwohl er ja der Vertreter von Mexiko eigentlich in der jetzigen WWE ist. Ob man sich daran jetzt aber so hochziehen muss, weiß man nicht. Trotzdem ist es halt alles ein bisschen eigenartig. Ja, Freunde, dann war es das erstmal mit den WWE-News für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann geben wir noch wie immer einen Daumen nach oben. Und vergiss nicht, alle Links in der Infobeschreibung zu checken. Ansonsten gibt es hier noch alle meine Social-Media-Sachen. Die findest du denn auch in der Videobeschreibung. Hier gibt es das letzte Video. Das ist eins meiner Vlogs. Also auf jeden Fall, das war der Umzugs-Vlog, glaube ich. Also hier auf jeden Fall mal reinklicken. Und hier gibt es meinen Kanal zum Abonnieren. Solltest du tun, ganz wichtig. Und darunter meinen Gaming-Kanal. Also drauf da.
Und das war's für heute. Auf ein bis zum nächsten Mal und ciao.